Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Ja, liebe Leute, zu dem ganzen Debakel, was schon seit 16 Monaten abgeht und was wir seit 16 Monaten ertragen müssen, kommen natürlich jetzt die schlimmen Ereignisse von gestern hinzu. Und natürlich hat der Imperator Palpatine auch etwas dazu zu sagen und muss natürlich seinen Senf dazugeben. Unser Bundestagspräsident Schäuble kritisiert Querdenker scharf. Er bezeichnet unsere Wünsche als billige Parolen. Völlig abgehoben, lebt total in einer Blase, weiß überhaupt nicht mehr, wo die Realität stattfindet, wird, was weiß ich, geweckt, gewaschen. Bekocht, gefahren, beraten, bezahlt. Und zwar auch von Querdenkern. Man muss sich das vorstellen. In Berlin wollen die sogenannten Querdenker wieder Präsenz zeigen. Bundespräsident Schäuble kritisiert das scharf. Den Ansichten der Szene attestiert er ein, haltet euch fest, nahezu unerträgliches Maß an Überheblichkeit. Ihr wollt uns behandeln, ihr habt 50% der Bevölkerung behandelt, die Medien sind voller Druck auf diese Behandlung. Euer Soldat Heiner Lauterbach dreht seit 16 Monaten am Rad. Du, mein lieber Schäuble, hast seinerzeit auch den Spendenskandal mit Helmut Kohl unbeschadet überstanden. Ihr habt alle Dreck am Stecken, ihr habt alle eingesackt. Ihr vertretet nur die Interessen der Konzerne. Wir haben ein Grundrecht, das nennt sich Widerstandsrecht, das nennt sich das Recht zur freien Meinungsäußerung, das nennt sich Demonstrationsrecht, das wird gerichtlich verboten. Und du stellst dich hin und empfindest uns als nahezu unerträglich überheblich. Das muss man sich mal reinziehen. Mit einem Blick auf die neuen Anti-Impf-Proteste in Berlin hat Bundespräsident Wolfgang Schäuble die sogenannte Querdenker-Szene scharf kritisiert. Wenn weltweit praktisch alle Fachleute sagen, Corona ist gefährlich und Impfen hilft, wer hat denn eigentlich das Recht zu sagen, ich bin aber klüger? Das ist für mich ein nahezu unerträgliches Maß an Überheblichkeit, sagte Schäuble im Gespräch mit der neuen Osnabrücker Zeitung. Eine für diesen Sonntag, also gestern, angemeldete Großdemonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Berlin war zwar gerichtlich untersagt worden, allerdings waren kleineren Kundgebungen und vier Autokorsos genehmigt. Die Polizei versuchte mit einem Großaufgebot größere Menschenansammlungen zu unterbinden. Warum? Waren nicht über 100 Demonstrationen angemeldet? Verstehe ich nicht. Das ist ja, ich meine, die Bilder kennt ihr jetzt ja alle. Schäuble sagte dazu, meine Botschaft an diejenigen, und jetzt müssen wir alle zuhören. Unser Bundestagspräsident spricht zu uns. Meine Botschaft an diejenigen, die sich für Querdenker halten oder die Querdenker genannt werden. Bitte schauen Sie sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse an. Lassen Sie sich nicht von billigen Parolen hinter die Fichte führen. Der 78-jährige CDU-Politiker ergänzte, auch bei den Querdenkern sollte die Betonung auf Denken liegen und nicht auf Quer. Ja, im Gegensatz zu euch Nulldenkern liegt bei euch die Betonung auf Null. Ihr, die grauen Herren, die Big Resets, ja, mir fehlen jegliche Worte. Ja, das Amt des Bundestagspräsidenten wird mit dieser Äußerung beschmutzt. Ich fordere einen sofortigen Rücktritt dieser unerträglichen Person. Er ist 78 und entscheidet über uns. Der gehört in ein Heim. Und damit bin ich raus für heute. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Teilt dieses Video, wenn es euch gefällt. Liked dieses Video. Folgt meinem Kanal, wenn er euch gefällt. Wir bleiben hier auf jeden Fall im friedlichen, demokratischen Widerstand. Leute, und für heute bin ich raus. Wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Da bin ich mir also sowas von sicher. Und ich bin mir also dabei sowas von sicher. So sicher war ich mir noch nie. Okay, damit bin ich raus und wünsche euch alles Gute. Bis demnächst.